Und nun ist er tot. So kann es kommen. Ein Respawn wird innerhalb der nächsten 2 Tage erwartet. Zum Schluss noch eine überraschende Meldung aus dem Sport. Die nächste Fußballsaison beginnt nur mit einer Mannschaft. Der DFB dazu in einer Pressemitteilung. Weitere Mannschaften können als DLC erworben werden. Allen, die außer den Stadiontickets kein weiteres Geld ausgeben möchten, können sich aber weiterhin das Training ansehen. Der DFB rät direkt zum Kauf eines Saisonpasses, der alle DLCs abdeckt. Das waren die Nachrichten für heute. Im Anschluss noch das Retro-Börsenwetter vom 14. Mai mit dem Retro-Jäger. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, lieber Dengeki Gamer. Ich hoffe, dass der Season Pass nicht allzu teuer ausfällt. Kommen wir aber nun zum Wetter. Am frühen Morgen scheint kräftig die Sonne. Allerdings müssen wir mit sehr starken Winden rechnen, die ab 8 Uhr die halbe Bevölkerung in Richtung Hansastraße 20, wo sich das Zentrum Altenberg befindet, hinwegfegt. Man kann quasi sagen, es wird Nerds und Freaks regnen. Das Ganze wird sich vermutlich zu einem Freak-Nado bzw. Nerd-Foon entwickeln. Abhilfe schafft in dem Fall so wenig Gepäck wie nur möglich mitschleppen, Rucksäcke nicht auf dem Rücken zu tragen und ganz wichtig, haben Wissenschaftler letztens herausgefunden, Deodorant. Die Druckluft in den Dosen sorgt dafür, dass die starken Winde, zumindest für einen kleinen Augenblick, nicht die Chance haben, sie mitzunehmen. Gegen Mittag erkämpft sich die Sonne aber wieder ihren Freiraum und man kann bedenkenlos spazieren gehen, ein Eis essen oder einfach das Wetter genießen. Es wird erwartet, dass die Stürme gegen 16 Uhr so weit abflachen, dass man wieder auf die Straße kann. Das war's von mir, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.